il a une pointe de vitesse d'un ancien coureur de 400. Il ne faut pas l'oublier, suivant la constellation de la course, si on part dans une course un peu plus technique, parce qu'on ne part pas dans la même constellation que la course d'avant sur ce 800 mètres où c'est parti, où Rosamia a direct mis la pression pour pouvoir faire un temps sur le 800. Ramon Wipfli will die Spitze und hat sie auch. Robin Öster holt sich Position 2, dann der Hallenschweizer Meister Ivan Belica. Un superbe saut au triple. Pendant ce temps, je vais regarder sur mon moniteur la distance. Und vorne ist es ziemlich schnell. Wipfli, Öster, Belica, Mone, Mochi, das die Reihenfolge. 53, die ersten 400 Meter. Das kann noch eine schnelle Zeit geben für Ramon Wipfli an der Spitze und für und Ivan Belica. Er zeigt sich da sehr stark. Er ist ja eine 1,50-4 schon gelaufen in dieser Saison. Ich hätte jetzt Robin Glor ein bisschen stärker eingestuft, aber Glor hat gar nie ins Rennen eingreifen. Und so ist Belica jetzt auf dem Bronzeplatz. Und das sieht gut aus für den Läufer vom LCZ. Hinten haben sie keine Chance mehr heranzukommen. Kommen vorne Wipfli gegen Öster. La surprise peut-être reviendra. Non, l'écart est quand même trop grand. Wipfli wird gewinnen in einer fantastischen Zeit. 1,46,72. Und Robin Öster auch mit einer Topzeit. Und Belica, ich denke, auch deutlich unter 1,50. Da ist hervorragend zurückgekommen. Er hat das perfekt gelöst. Ja, kann da gratulieren, aber ich denke, ihm muss man auch gratulieren. 1,47,21 für Öster, das persönliche Bestleistung. Und auch Ivan Belica mit 1,48,62, persönliche Bestleistung. On est en train de courir des superbes courses. 47,21, der Öster, der Belica 48,62, alle machen Pepe, außer der Ramon Wipfli, aber der Ramon Wipfli zeigt, wie gemütlich und stark, dass er das alles kann. Danke vielmals, ja. Nein, mir ist super gegangen heute. Ich bin ein bisschen schneller anlaufen. Aber dafür konnte ich hinten raus noch ein bisschen mehr. Und es hat sich mega gut angefühlt. Es war cool, das Rennen hier, ja. Am Ende hat es ausgesehen wie beim Jakob Ingebrigtsen. Weißt du, wenn er immer ein bisschen mehr Gas gibt. Der Robin ist sehr stark gewesen. Ist er geblieben und er in den letzten Meter. Du bist gross geblieben und bist einfach über die Ziellinie. Ja, ich habe probiert, im Kopf locker bleiben, meinen Schritt vorzuführen. Eben, möglichst locker. Und es hat funktioniert, am Schluss bin ich nicht eingegangen. Machst du sehr gut. Ich gratuliere ganz herzlich. Ramon Wipfli, meine Voilà, et puis la bonne nouvelle